Nur ein halbes Grad hat zum Allzeit-Temperaturrekord in Portugal gefehlt. Heiß war es in Alvega am Samstag trotzdem. Offiziell wurden 46,8 Grad im Schatten gemessen. Wie geht man mit der Hitze am besten um? Ja, am besten gar nicht. Siesta. Oder man macht es wie die Einheimischen. Für Aktivitäten im Freien nutzt man den frühen Morgen oder den späten Abend. Vielleicht wäre es sogar noch heißer geworden, wenn die Sonne von einem tiefblauen Himmel gestrahlt hätte. Doch der war eher gelblich trüb, verursacht durch eine dicke Schicht Sahara-Staub. Bessere Karten hatte man direkt an den Küsten. An der Algarve kühlt der Atlantik, was es dort deutlich angenehmer macht. Seit wann seid ihr jetzt hier? Wir sind gestern Abend angekommen. Das heißt, ihr habt die Hitze in Deutschland ja auch noch miterlebt? Ja. Und was sagt ihr jetzt hier in Portugal? Es ist genauso heiß, aber es ist angenehmer mit dem Wasser. Und es, ja. Ja, das Beste, was man über den Mittag machen kann, ist hier ans Meer, ganz klar. Weil je weiter man in Richtung Landesinnere kommt, wird es deutlich heißer. Abseits der Küsten kletterten die Temperaturen auf knapp 47 Grad. Selbst für die Einheimischen, die Hitze gewohnt sind, viel zu heiß. Ob diese Luftmasse auch bis nach Deutschland vorankommt, erfahrt ihr auf wetteronline.de. Aus dem Hitzepol Europas, ich bin Marco Kaschuba von Wetter Online.